Goldman Sachs besitzt die Welt. Möchten Sie Goldman Sachs besitzen? Schauen wir mal. Was ist Goldman Sachs? Es ist eine bekannte internationale Investitionsbank. Genauer gesagt, es war eine Investitionsbank vor der Weltfinanzkrise 2008. Infolge der Finanzkrise wurde Goldman Sachs, wie auch die meisten anderen großen Investitionsbanken, eine normale Geschäftsbank mit dem Sitz in New York. Es ist eine höchst renommierte Bank, eine Schmiede für die meisten Finanzdirektoren der Trump-Administration. Aber auch als Geschäftsbank ist Goldman Sachs höchst attraktiv. Es ist gut für die Aktie, freilich ist es gut. Der Aktienkurs liegt aktuell bei etwa 221 US-Dollar, während die Weltfinanzkrise 2008 die Aktie in den kellertiefen 50-60er Bereich gebracht hatte. Sogar im vergangenen Jahr lag der Aktienkurs bei lediglich 150-160 Dollar. Warum ist die Aktie gestiegen? Weil alle Geschäftsbanken im Aufwind sind. Aber hätte ich diese Bank in Anwesenheit eines Goldman Sachs Direktors als Geschäftsbank bezeichnet, würde er mich für einen Verrückten halten. Er würde mich darauf hinweisen, dass Goldman Sachs eine Investitionsbank, eine Handelsbank, eine Vermögensverwaltung, alles bis auf die Geschäftsbank ist. Was macht eine Geschäftsbank? Sie nimmt Einlagen von Personen und Unternehmen entgegen und erteilt im zunehmenden Maße Kredite. Goldman Sachs hat sich neuerdings in das Verbraucherkreditgeschäft involviert. Goldman Sachs umfasst zwei verschiedene Banken. Die eine Sparte ist die Geschäftsbank, die für stetige Einnahmen aus Einlagen und kurzfristigen Krediten sorgt. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit Vermögensverwaltung und steuert Privatvermögen in Höhe von über 1 Billion Dollar. Und die andere Sparte betreibt das Handels- und Investitionsgeschäft. Passt alles gut zusammen? Ist die Wall Street bereit, eine Prämie für die ganz besondere Goldman Sachs Aktie zu zahlen? Jein, es ist eine Art Hybrid. Vielleicht wäre sie noch erfolgreicher als eine pure Vermögensverwaltung oder eine pure Geschäftsbank oder Handelsbank. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 10, was für diesen Markt ganz preiswert ist. Das wichtige Kurs-Buchwert-Verhältnis macht nur noch 1,1. Und das ist ein Problem. In den alten Zeiten konnten sich Investmentbanken wie Goldman Sachs selbst finanzieren. Dabei lag das ROE bei 20%. Jetzt sind es lediglich 10%. Goldman Sachs verfügt über alle Eigenschaften, die ein sehr gutes Unternehmen ausmachen. Aber möchte ich diese Aktie in meinem Portfolio führen? Da würde ich sagen, lieber nicht. Ich würde mich lieber für eine klassische Bank entscheiden. Entweder eine Vermögensverwaltung oder eine Geschäftsbank. Bezüglich einer Hybridbank bin ich mir nicht so sicher. Es sei denn, dass die Wall Street den Namen Goldman Sachs kaufen würde, denn die Marke ist sowohl für Kunden als auch hoffentlich für Investoren von großer Bedeutung. Zwar ist die Goldman Sachs Aktie nicht überteuer, aber beim Preisniveau von 220 Dollar würde ich schon zur Vorsicht mahnen. Die Zeit für diese Ausgabe des Anlageberaters ist leider um. Ich bin Ihr Gastgeber, Matthew Stevenson, in Partnerschaft mit Dukascope TV. Merken Sie sich, Geld kann sich um Sie kümmern, aber nicht um sich selbst.